Yeah.
Heyo, willkommen, hallo, buenas dias, dobry dzień. Technical, I can subscribe to your YouTube channel, but I don't know why I should do this. You have creative content, I don't know you. Bindung fehlgeschlagen, was? Ah, vertippt. But normally I don't subscribe to random people who I don't know. Only friends, and if the content is interesting. So, gucken wir mal. Drüben, bei. Biene. Ihr Tomaten. Utene. Okay. Bergziege getötet. Bin schon wieder voll gewachsen hier.
Lass mal wieder mit der täglichen Gartenarbeit beginnen. Das Unkraut wegmachen. Besen, willkommen, Leo. How's it going? I'm good, Mr. Pro Miner. And how are you? Everything okay? On your side? Too hungry to work. Meh. Not good. Food. I need food. Kürbissamen da rein. Wissen wir denn? Exalite, welcome. Greetings. Italian.
Someone wants to win a crate. Standbild. Das nächste Kanickel. Ist denn da zu fassen hier? So, das schon mal. Kein Platz. Reicht der Platz nicht für aus? So viel Kürbis. Yes, Mr. ProMiner, I get you, but so, you have the better chances. If no one else is guessing, it's your win. I know, but I cannot change this. You are the only one who wants a crate. No one wants it.
Das gibt's doch gar nicht. Sehe ich das nicht mehr mit? Ja, bringen wir den Scheiß weg. The final number is close. I feel it. Yes, I know. Sometimes, or most of the time, only one is guessing. For me, it's okay. I don't care who gets the prize. I cannot use it for myself, so I don't care who wins. Up in coops and then leaving suburbans. There's not much to do when you young and you urban. All chests are full. Blowing a bomb like a turban. Shorty is Persian. Damn. Think I'm a terrorist. When I shoot, I don't ever miss. $40 back before all the shorties hollering. I go to college and I'm the nigga they don't acknowledge. The noble scholar who murdered beats for the motor mileage. I'm more than solid if you look in my eyes. This music I don't like. Mr. Pro Miner, thanks for the 10 TFU. Thank you, thank you. And I'm sure you can do it. Yes, yes. It's your crate. Hello, welcome Candy. Not enough room. All chests are full.
Rüben, wo haben wir denn Rüben da? Mais kommt dahin. Kommt dahin, das essen wir auf. Why playtime on the game? Let me look. I don't know exactly. Uh, 100 hours. Yeah, exactly 100 hours. And it is on this server. This server is my first playing experience on Echo. It's my own server. For testing and learning how to play the game. It's on a computer behind me. We play with two players on the server. And it's password protected. I have set the impact of the asteroid to 60 days. Don't see the asteroid at this time. I think I have 33 days left. Then we must develop our laser, or 5 lasers, destroy the asteroid. We gathered all the ends. And with two players, I think we are on a good way. We have digging in the earth some holes.
me see, what is it? Okay. Nicht feststecken. Look how deep we are at this moment. Jetzt ist Smelter. Near to the ground. We almost on the ground. It's for the waste. These are all waste. It's dangerous for the environment, so we have digged a deep hole and store it here. That the base is not interacting with the environment. But I have more hours on GTA 5. I have 2800 hours on GTA 5 and have the single player mission 17% done. And online I'm level 7. Mostly I play GTA 5 on roleplay server. Nur bald oben sein. Da sind wir oben. Gut. Dann Kürbis. Schmeiß mal den Kürbis da rein. Euch da rein. Gut. Guess the number is still open. Nobody wants the crate. Essen mitnehmen.
Multiple choice. So haben wir für einen Code den. When no one wants it, I stop the game. Let's look for the plants. I've planted many moons ago. Welcome back, Big Cheese.
after a certain amount of time I change the code so viewers who stay and watch the stream get the next code and have more chances to win the giveaway. Gut, gut, gut. Erik, willkommen. How are you?
eigentlich brauche ich diese Zwiebeln zwar halt gar nicht. Bisschen aufräumen mit dem Unkraut. Können wir uns eigentlich auch mit dem Rest vollladen. Kalorien. Dann lassen wir das noch hier. Nehmen noch so was mit. Okay. Da noch das Unkraut raus. Okay. Almost done. Okay.
Fängt denn hier der Fluss an? Das würde mich auch mal interessieren. Hier? Okay. Was ist die Quelle? Einfallzone. Schildkröte. Die haben wir auch lange nicht gejagt, so eine Schildkröten. Gut, schon ein paar zurück. Fünf Steine haben wir nicht mehr. Ach, fünf Holz. Okay. Making me strong.
Gut, dann haben wir das. Machen wir da noch ein bisschen Zucker draus. Gut. Müssen wir das Zeug hier noch ein bisschen mit rein. Ja, so. Ja, so. Hier mal noch irgendwas gekocht. Schuhe, willkommen. How is it going? Ja, Stunden. Wo haben wir das schon mal? Schon mal Holz wieder.
Ja? Nicht stehen bleiben. Sammel. Voll. Sandra, welcome. Jetzt sind wir voll.
Damn. Congrats, Eric. Getting something to drink, Yabi. Danke fürs Follow auf Twitch. So. Jamie, auch willkommen auf Twitch. Gut und selber. Auch alles gut bei dir, Jamie. Das freut mich. Muss hier erstmal schauen, wo ich diesen ganzen Sandstein hin tue. Den kann ich momentan gar nicht gebrauchen. Vielleicht hier hinten Platz irgendwo. Gertrud auch. Ich tue das einfach zur Erde hier mit zu. Eiskalt. Licht hat schon mal irgendwo. Was ist los? Gibt ja nicht. Müssen wir uns den Hammer mal zurückholen.
So. Habe ich einen Holzkran. Ganz ehrlich, ich habe Goat Simulator gar nicht. Ich habe gar nicht Goat Simulator. Außerdem spiele ich gerade Eco. Ich muss einen Meteoriten oder einen Asteroiden aufhalten. Heißt erstmal Eisen. Wir brauchen Eisen. Schmeißen wir das erstmal hier rein. Machen muss man aber nicht. Ich habe den schon extra auf 60 Tage gesetzt, weil ich schon wusste, das wird ein bisschen schwer alleine oder schrägstrich zu zweit. Aber ich denke, jetzt sind noch 34 Tage übrig, das reicht aus. Die Zeit sollte eigentlich reichen. Da es mein eigener Server ist, hätte ich auch verhindern können, dass einer kommt. Aber das ist ja das Spielziel. Hat man irgendwas im Hinterkopf hat. Ach, da war noch was. Und nicht nur einfach stundenlang ins Leere spielt. Ich trinke kein Bier. Hahaha, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Wieso haben sonst alle, die du kennst, Corona? Oder bist selber auf Quarantäne? Na dann, Glück auf und verlauf dich nicht.
Okay, die Pranks heute werden auch immer flacher. Was ist denn der Ich muss los Prank? Oder hast du das falsch ausgedrückt? Normalerweise heißt doch das, da muss ich aber los. Bruder. Uff. Hört man meistens dazu noch. Bruder, uff, da muss ich aber los. Too much Detail. Mach Fotos und post auf Instagram. Interessiert bestimmt irgendjemanden. Vielleicht darf man sogar so was auf Facebook streamen. Ich weiß nicht. Musst du mal gucken. Weiter runter, dann hacken wir das erstmal klein. Irgendwo muss doch hier noch Eisen zu finden sein. Happy Wheels? Nee, habe ich auch nicht. In Minecraft habe ich noch nie gespielt. Boah, da meint Luden bestimmt dich. Dann spielst du mal wieder Minecraft, Bruder. Hallo Herr Heil, willkommen. Grüß dich. Also ich gehe mal stark davon aus, ihr beide redet miteinander, weil das war so out of context. Ich habe noch nie Minecraft gespielt. Macht mal, macht mal. Bin da tolerant. Hast du letztens von mir gesehen? Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich aber nicht. Ich vielleicht verklickt im Channel. Habe noch nie Minecraft online gezockt. Ich habe das Spiel bisher einmal gestartet, aber noch nie gestreamt. Wenn ich nicht einen guten Grund dafür habe, werde ich das glaube ich auch nicht. Mal für einen Fünfer mitgenommen, aber mehr ist das Spiel auch nicht wert, ne? Im
wir ehrlich sind. Nicht genauso interessant wie Fortnite zurzeit. Überhaupt nicht. Too hungry, dann essen wir was. Einfach nicht meins. Mal einen coolen Server findet mit ein paar Freunden vielleicht, aber so nicht. Nee. Die Aussage habe ich erwartet. Ist voll interessant, ja, ja. Geschmäcker sind verschieden. Nee, sagt mir nichts, sollte ich. Vielleicht schon mal gehört irgendwo, aber... Bin da nicht so ein Fanboy, bloß weil der Streamer tausende von Zuschauern hat, muss ich dem nicht folgen. Mag da lieber kleinere Kanäle, weil da gehst du nicht als Zuschauer unter. Falls das jetzt größere Streamer sind, weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Na, wir drehen die Frage um. Wie alt seid ihr beide? Dann sage ich mein Alter. Wenn du 5 bist, bin ich 6. Wenn du 88 bist, bin ich 102. Falls die 16 stimmen sollte, ich bin über doppelt so alt. Erzähl mehr von deinen Kartoffeln. Chefs, willkommen. How are you? Nee, alles gut so. Noch habt ihr ja noch nichts wirklich Dummes geschrieben, sonst werdet ihr schon gebannt. Aber habe ich öfter, dass so random Leute reinkommen,
wenn in Schule aus ist und so. Und ich bin cool, ich bin krass. Kartoffeln, so out of context. Ich meine, ich verstehe schon, dann muss schon langweilig sein. Dann kann man irgendjemanden mal ein bisschen sinnlosen Sachen belegen. Macht ruhig, das Internet ist frei und solange ihr niemanden beleidigt, seid ihr hier auch willkommen. Ach komm, gib zu, das magst du doch gerne. Bist doch froh über ein bisschen Ferien extra, oder? Ich höre die Lüge aus dir sprechen. Thanks for the 100 T-Fuel, Jess. Thank you. Ich denke, die meisten Schüler werden den Ausfall sogar noch cool finden. Wo sie denn eigentlich Zeit gebrauchen könnten. Aber so ist die Gesellschaft heute. Sieht man ja, wenn man das Privatfernsehen anmacht. Das dachte ich mir schon, Jamie. Das dachte ich mir schon. Dass ihr beide bestimmt mit dem Handy nebeneinander sitzt und dachtet euch, ach, geben wir den mal ein bisschen auf den Kranz, fangen wir ganz unverblümt ein bisschen an. Und wenn er nicht drauf anspringt, schauen wir mal. Keine Ahnung, ich bin auch für normale Konversationen zu haben, aber wie gesagt, solange ihr keinen beleidigt, seid ihr hier willkommen. Ich bin selber Twitch-Zuschauer, ich kenne den Kappa-Chat. Da ist mein Asteroid, 32 Tage. Was denn noch? Hier Idiot aus, der noch eine Wurst.
dieser endlosen Kreativität komme ich ja gar nicht klar. Habt ihr auch normale Accounts für Twitch oder geht ihr in jedem Channel mit den Namen rein? Foxy, welcome. How's it going? Fest. Ah ja, Jamie, du bist ein ganz witziger mit 0 Followern, ne? Manchmal streame ich auch mit meinem Account. Kriegt ja gar keiner mit, dass du streamst. Das glaube ich nicht. Weil sonst würde ich mal mit meinem Kumpel reden, warum er mir nicht folgt. Kann eure Freundschaft ja doch nicht so dicke sein. Extrem hoch ab und zu mit dem Account hier. Und ganz ehrlich, ich verstehe auch öfter nicht, warum mir die Leute folgen. Aber hey, das ist deren Entscheidung, ne? Nicht ran. Ja,
auch irgendwo Metall. Da ist noch was. Kommst darauf? Erwartest eine ernsthafte Antwort darauf? Oder soll ich auch nur so antworten? Würde ich sagen, vielleicht. Je nachdem, ob es dunkel draußen ist oder nicht. Und ist Drachenlord denn gerade nicht online? Oder seid ihr da gebannt? Soll ja auch Leute geben, die sammeln Bands, ne? Versuchen in so vielen Kanälen wie möglich gesperrt zu werden. Ach, der wurde gebannt. Aha. Interessant. Was hat er denn Böses gemacht? Hat er sich provozieren lassen? Hat er seine Zuschauer beleidigt? Oder weiß nicht. Ja, das hat heutzutage ja nichts zu sagen. Da kann man wegen allen möglichen Krams gebannt werden. Manchmal aber zu Recht. Es gibt halt ein paar simple Regeln, an die man sich halten sollte. Das kann ich jedem auch empfehlen, bevor man sich über Zuschauer aufregt. Das sind zwei Mausklicks, dann liest man die nie wieder. Also, true.
Dafür wird man aber nicht gebannt, wenn man seine Adresse leakt. Nur wenn man jemanden bedroht oder stark beleidigt, Rassismus etc. Wer seine eigene Adresse liest, der ist halt hat halt Pech gehabt, aber ich glaube, das ist Twitch egal. Solange du dich nicht ausziehst vorm Stream oder was weiß ich machst, wie gesagt, hat gegen die Community-Richtlinien verstößt. Kannst du allen Leuten erzählen, wo du wohnst. Und garantiert kommen nicht nur die Netten vorbei. Da sollte man so und so vorsichtig sein. Im Internet ist jede Gesellschaftsschicht vertreten. Auch die Leute, die man im realen Leben eigentlich um die man Bogen macht, auf die man verzichten kann. Mhm. Aber wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung. Selbst wenn du die Adresse jetzt hier posten würdest, würde ich da nicht hinfahren. I don't care. Wie gesagt, ich schaue mir nur normale Streamer an, die deutlich unter 1000 Zuschauer haben. Die größeren, die brauchen meinen Support nicht mehr beim Zuschauen. Da gibt es genug Fanboys. Kleineren Streamer sind viel dankbarer für Zuschauer. Unvorstellbar, die reden sogar mit dir. Wir haben eine Stunde um. Ich werde noch meinen Code hier ändern. Falls ihr Theta schon kennt, das ist auch so ein Streaming-Service, womit man Streams schauen kann oder selber hinstreamen kann. Da habe ich auch ein paar Gewinnspiele immer am Laufen. Weil von den Jungs von Theta kriege ich immer was, damit ich das verreffeln kann. Dafür ist auch der Code, der in der Mitte immer angezeigt wird. So. Dann machen wir jetzt den Code. Speichern. Gut.
komme ich jetzt da oben ran? Nein. Schlecht. Kommt jetzt auf Timing an. Also schlagen, springen. Und wo war noch hier noch was? Schon runtergefallen? Ich stehe da oben. Lost Mindframe, willkommen. Willkommen, willkommen. Genau, wo was? Da ist noch was. Hier unten. Nee. Oh, da ist ja schon voll. Ein Stein mit. Eben. Gucken hier. Da. Den ganzen Sandstein hier mal rausschaffen. Das stört hier alles und liegt im Weg rum.
20. Mist. Cool. Mal erstmal einen Schluck trinken. So, weiter geht's. Vince Mori, willkommen. Hallo. So, besorgen wir noch ein bisschen Holz. Wo finden wir hier Holz? Da. Timber. Mm-hmm.
By the way, guys, on Zeta, guess the number is active. You can win something if you want. Das ist ja ein komischer Baum ohne Krone. Erstmal wieder ein bisschen Holz sammeln. War denn hier noch ein Baum? Den hauen wir auch mal um. Zu hungrig. Oh nein. Ich sollte was essen. Essen wir denn? Noch eine Wurst.
No one wants a crate. Guess the number is open. I'm alone in the dark. Can I be where you are? You were gone from the start. Now you tear me apart. But you treated me like I couldn't see. I thought you were the one, but I know that I'll never be the girl that you need. You need. Was war das für komische Musik? Den kriegen wir noch mit. Den stoppen wir das wieder und machen für Coins was auf. Wenn niemand die Crate haben will. Thank you.
Congrats, Herr Heil. Do you have the TikTok emote? TikTok, TikTok, TikTok. Yes. Time is running for everybody. Nein, falsche Richtung. Oh no. Thank you.
Voll. Okay. Okay. Pflanzen wir noch ein paar Bäume. Okay. Die essen wir auch, die Tannensamen, haha. Produziert kein Müll.
Mekabo, welcome. I'm good, how are you? Jetzt könnte ich Dünger herstellen, oder was? Köstliches, zersetztes, organisches Material. Okay. Woher kriege ich Kompost hergestellt? Da brauche ich Erde und das für, okay. Woher kriege ich das? Kompost. Keine Ahnung. Was frech hier. Probieren wir noch mal eine Crate loszuwerden.
schon mal ein neues Zeug. Was ist dein Problem, Tanja? Erzähl, erzähl. Was gibt's für ein Problem? I live it, trying to fit in my world, but it's far from basic. No, I'm not complacent. God is so good, no, you can't replace it. Level up, level up, level up, level up. Holla at me, better measure up. Ich hab dir auf Steam eine Nachricht geschickt, dass der Server jetzt anders ist. Warte mal, ich mach mal nochmal Verbindung trennen. Du gehst denn hier auf deine Welten? Und hast hier oben Plus. Und da gibst du das ein, was ich dir geschickt habe. In Steam. Da habe ich dir doch so eine neue Adresse geschickt. Also nochmal zurück. Gehst auf deine Welten. Dann gehst hier auf das Plus und dann fügst, kopierst das aus dem Steam, was ich dir geschickt habe. Der Nachricht. Dann sagst betreten und dann fragt er nach dem Passwort. Und wenn du denn da einmal drauf warst, dann steht da hier Charlies Eco Server. Und ich muss dann auch Passwort eingeben, also. Habe ich mich auch noch vertippt. Und dann geht er doch. Sollte eigentlich gehen, weil ich habe das doch ausprobiert. Ich benutze momentan eine andere Internetverbindung als meine. Warum ist die jetzt hier nicht mit drin? Ich nutze momentan eine andere Internetverbindung als mein anderer Computer hier. Also ich habe ja momentan. Probier es mal nochmal. Kannst dir auch nochmal so zeigen. Kann ja sonst so keiner was mit anfangen. Warte mal. Ja, also du gehst hier rechts auf deine Welten. Dann hast du da oben so ein Plus. Da gehst du rauf und dann fügst du. Ah, muss ich mal umschalten. Bildschirmaufnahme aus, Spielaufnahme an. Also hier rechte Seite deine Welten. Ja, und dann hast du da oben rechts so ein Plus. Server direkt betreten und da fügst du das ein, was ich dir geschickt habe. Eigentlich müsste das klappen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit HTTP oder ohne HTTP machen musst.
Wenn ich das so einfüge mit HTTP, geht das denn? Ne, ohne HTTP muss das einfügen. In dem Steam-Chat geht das mit HTTP drinne. Aber wirklich bloß so, wie ich es reingeschrieben habe. Ich habe es ohne HTTP reingeschrieben, aber er kopiert das mit. Also hier nur diese taliforce.hop2.org und den Doppelpunkt 3000. Das musst du bloß einmal machen jetzt. Ne? Also ohne das HTTP davor. Nur diese hier, wie es jetzt gerade steht. Und wenn du dann betreten saß, dann fragt er nach dem Passwort. Das ist noch dasselbe Passwort. Dann müsste es gehen. Hey, Heil, thanks for the 13 T-Fuel Donation. Thank you, thank you. Und dann, wenn du einmal drin warst, ne, dann, ich sag mal hier trennen, dann siehst du hier Charlies Eco-Server. Und dann kannst du weiter drücken. Wenn du einmal drauf warst, dann kannst du hier oben immer auf weiter drücken. Ich habe jetzt den Meet-Server mal gestoppt und hatte das alles rüber kopiert auf meinen privaten hier zu Hause. Da ist, Es ist mit den Skillpunkten leicht was durcheinander gekommen. Sage ich mal so. Also wir haben jetzt mehr Skillpunkte zur Verfügung als sonst. Also du müsstest dann auch, wie sich hier 5 Sterne oder 8 Sterne zur Verfügung haben. Aber ansonsten ist alles gleich, ne? Also unsere Abbaustätten, das was du gebaut hast, alles ist alles gleich. Das habe ich als Backup kopiert. Und ich spiele schon seit 2 Tagen so ein bisschen immer mal und ich merke keinen Unterschied zum Online-Server. Für mich ist das alles völlig identisch, ruckelt nicht oder so. Alles ist noch an der Stelle, wo man es erwartet und so. Kannst jetzt die Punkte auch vergeben hier, die Sternchen, ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt schon Landwirtschaft habe ich erforscht, Dünger habe ich erforscht, Spezialisierung habe ich hier noch gemacht, ich glaube grundlegende Technik oder sowas, Basic Engineering. Aber du hast auch noch ein paar Punkte zur Verfügung, musst mal gucken. Also ich hätte jetzt noch 5 Sterne. Wie gesagt, ich habe da beim Einstellen ein bisschen was verbockt, dass wir jetzt sehr viel XP kriegen. Also jetzt scheitert es wirklich nur an den Ressourcen. Wenn wir jetzt Laser bauen wollen, denke ich mal, scheitert es nicht an den Berufen, scheitert bloß an den Ressourcen. Ob wir es schaffen, bis dahin so die Ressourcen ranzukriegen. Ja, Essen haben wir genug. Holz habe ich auch schon wieder besorgt. Waffle Family, willkommen. Verlosen wir noch eine Crate.
Welzen-Spezialist, genau. Kannst, falls ich noch irgendwas lernen soll, musst du Bescheid sagen. Ich denke mal, das macht sich dann noch besser, weil wir haben jetzt hier auch ganz viel Sachen zu schmelzen. Hier im Mining-Fahrstuhl 0 habe ich Eisen reingeschmissen und hier im Zwischenlager habe ich auch Eisen reingeschmissen, also wir haben momentan richtig viel Eisen. Musst du mal sehen, wie das nach unten geschoben kriegst, damit du das dann schmelzen kannst. Aber das sollte denn zumindest hier für diese, was wir für einen Amboss brauchen, glaube ich, diese Fertigkeitsbuch oder was das da ist. Da brauchen wir ja noch endlos Eisenbahn. Eisenbahn. Advanced Smelting Skillbook. Ach du meine Güte. Aber ich denke mal, wenn du jetzt Schmelzen-Spezialist gemacht hast, dann kriegen wir ja für Schmelzen schon mehr raus, ne? Verringert Eisenbahnkosten um 50%. Ja, schmelz mal ruhig, dann levelst du auch hoch und dann kriegst du das auch effizienter geschmolzen. Okay, du hast schon Amboss. Ach, den müssen wir erst noch bauen oder so. Außen liegen so viele Steine rum. Sammel die mal ein. 17 Stück. Wie gesagt, das mit der Adresse eingeben und so, das musst du bloß einmal machen. In Zukunft kannst du ganz normal wieder mit weiterspielen, weitermachen. Und der läuft jetzt auf 24 Stunden. Eine Bank, eine Eisenachse, eine Eisenhacke, ein Eisenhammer, Eisenrohr. Kannst du damit machen. Transport von Flüssigkeiten. Eisenschaufel. Gusseiserner Ofen. Cool. Sägemühle, okay. Staatskasse, Wechselstube. Was hat mich alles gibt. Cool, cool. Bist du dafür eigentlich, bist du dafür eigentlich jetzt dann auch Forschungspunkte oder sowas, wenn du hier das herstellst? Don't want you to leave, you stay with me.
Ja, und hier ganz unten im Zwischenlager, da siehst du dann auch noch ein bisschen Eisen. Da habe ich auch noch Eisen reingelegt. Und ich denke mal, dann kriegen wir pro 20er Stack Eisenerz noch mehr raus, ne, als ein Barren, wenn du das jetzt sogar gelernt hast und so. Hat mal nicht ganz so viel mehr sammeln müssen. Dass du dann pro Schmelzvorgang, pro Level irgendwie immer mehr kriegst. Congrats, congrats, Herr Heil. Wenn du noch Punkte übrig hast, ne? Könntest du mal gucken, wo habe ich denn das? Habe ich das in der Überlebenskünstler? Hey, wake up. Gap 376, Real, welcome. Was hast du denn beim Überlebenskünstler gemacht? Weil ich habe hier Sprinter. Weil ich ohne Laufen drücken schneller laufen kann. Hast du da das andere genommen bei Überlebenskünstler? Hast doch so eine Spezialisierung. Ist ja hier noch eine Wohnung, habe ich gerade gesehen. Ist deine Wohnung, die geht da unten bloß weiter, aha. Okay. So wie ich gesehen habe, produzieren wir dann noch weniger Schlacke, ne? Wenn du das jetzt gelernt hast. So ein Loch für den Zugriff gelassen hast. Wo man die Sachen denn verschieben kann.
Gut, dann kann das schon mal schmelzen. Und pro Eisenbahn müsstest du dann jetzt auch Skillpunkte kriegen, ne? Und immer effizienter werden. Siehst du, jetzt haben wir bloß noch 4 Schlacke. Ich glaube, das waren vorher 5, ne? Ach so, bei dir steht 2. Okay. Interessant. Cool. Also, du machst das sowieso, ne? Ich fasse hier nur stand. Das ist schon mal gut. Gut. Hast du schon bloß noch 2 Schlacke, das ist schon mal gut. Wie gesagt, wenn du oben bist, Zwischenlager, guck auch mal rein, da ist auch noch Eisen drin. Kannst ja, wenn du Bock hast, auch schon nach unten schieben. Ach, da fehlen noch Baumstämme.
Ja, warte, Baumstämme haben wir doch. Die kann ich da reinpacken. Elf Stück. Mit den Eisenbahnen, das musst du dann sehen, aber die Baumstämme kann ich hier zumindest schon mal reinhauen. Das nächste braucht ein Bauholz. Okay, Bauholz. Mal gucken, Holzbearbeitung hast du. Also das Bauholz machst du denn, okay? Erlaubt Spielern Bankkonten zu erstellen und zu nutzen. Aha. Möglich das Festlegen von Steuern. Möglich Spielern Währungen zu wechseln. Aha. Aha. Deckenlampe, Feuerschale, Kerzenständer. Ja, jetzt fehlen die 15 Eisenbahnen für die Sägemühle. Na gut. Das war Konten haben wir hinzugefügt. Willkommen, Infinite. Same.
have you next to me. In the end, it's how it's meant to be. With your hand in mine, I'm in ecstasy. You got my heart, you got my soul. You got it all, don't let me go. You got my heart, you got my soul. You got it all, don't let me go. You got my heart, you got my soul. You got it all, don't let me go. You got my heart, you got my soul. You got it all, don't let me go. Wenn ich noch irgendwas herstellen soll an Essen oder sowas, was du besonders gerne magst, musst du sagen. Ja, ich. Versuch denn halt bloß immer möglichst von allem was da zu haben. Dass du dir immer was aussuchen kannst, was du isst. Und kannst dir ruhig auch immer was rausnehmen. Ich weiß schon gar nicht mehr wohin mit den Sachen. So viel Essen habe ich da. So viel Essen. Ich glaube, ich könnte hier noch eine Kiste gebrauchen. Ja, das können wir machen. Das können wir machen. Hier? Nee, das ist das Klo. Muss erstmal klarkommen, wo deine Küche ist. Schlimmer hauen, ne? So, wir machen hier noch Agavensamen.
Ach, da spezialisiere ich die Landwirtschaft. Cool. Kann ich ja noch ein paar Samen herstellen, um das noch weiter zu triggern, dass ich da höher komme. Können wir denn noch gebrauchen? Machen wir auch noch ein paar Papaya-Samen. 30. Haben wir hier wieder Platz. Können wir auch diese Taro-Wurzeln umwandeln in Samen. Ananas vielleicht auch. Congrats, Eric. Gut, über das.
Moment. Falsch gelaufen. Kommt dann hier rein. Kann ja noch ein bisschen mithelfen. Wo soll das hin? Was ist da irgendwo ein Lager für? Verstand der Rechner kurz. Du müsstest jetzt auch schon in der Spezialisierung Schmelzen weiter fortgeschritten sein. Müsste eigentlich abnormal viel Skillpunkte geben. Ist hier sogar Eisen mit bei. Cause I
Die gibt sogar Kohle. Nicht schlecht. Das ist auch sogar noch ein anderer Stein. Das ist ein Steinziegel und du hast da oben ein Kalksteinziegel. Okay. Thank you.
Der ist auch Eisen, ne? Könnten wir noch mal ausgraben, hat Eisen hier. In deinem Fußboden ist noch wertvoller Rohstoff. Hab leider keine Spitzhacke bei. Produziert hier nichts. Verdammt. Ich dachte hier oben der Tisch, der produziert dann diese Kalksteine. Soll das loswerden, das Zeug, aber irgendwie nicht. Den normalen Granit, den verarbeitet er, wenn ich den hier reinlege, aber das weiße Zeug nicht. Hallo, Mr. Pentel.
500 Coins. Okay. In jetzt so was. Gabriel, heyo, willkommen.
Irgendwie fehlt hier von Nummer 3. Der Zugang zur Nummer 6. Congrats. Hier ist mehrere Stockwerke, kein Zugang zum Lager. Kann man von der 3 gar nicht nach unten verschieben. Und hier vielleicht? Doch, von hier aus kommt man ran. Klingt aber, wo gräbst du denn gerade? Laut dem Geräusch gräbst du da, aber soll ich da hinkommen? Hä? Komisch. Kein Plan. Mal hier noch Holz nach, dass er fertig grillen kann. Mit noch was essen. Vollgefressen. Code 34. Congrats, guys. In meiner Wohnung. Na gut, ich guck morgen mal wieder rein und schau, ob ich noch ein bisschen Eisen besorgt kriege und so. Wie sag ich schon mal, thanks for watching.
for the followers, for the T-Fuel. See you all tomorrow. Bye bye, arrivederci, auf Wiedersehen.